Warte mal, bevor wir neue Leute holen, noch irgendwas bauen. Ich will die Djinns haben, also den Mana-Kern. Okay. Und jetzt rekrutieren erstmal. Warum kann ich das nicht ausbauen? Mir fehlt Drachenblutkristall. Okay. Die bringst du dann gleich zu Hashim. Den Obelisken sollten wir erfinden. Das war ja eine unserer Aufgaben. Gut, dann euch. Oh, ihr seid Behemoths. Um da ranzukommen, müssen wir den Behemoth töten. Geister und verlorene Seelen, Feind. Ach, die gehört gar nicht uns. Aber sind wir nicht blau? Klar, trivial, kämpft. Ha. Ich verstehe die Logik dahinter nicht so ganz. Gut, wir wollten jetzt hier hinten hin. Da auch nochmal gucken. Aber du solltest erstmal hoch. Ich vergesse es immer wieder. Okay, hol mal bitte die Leute ab. 105, 10 neue Zauberer. Warte mal. Wer ist jetzt Hashim und wer ist der andere? Da, Hisham, nicht Hashim. So. Sehr gut. Und du gehst jetzt zu dem goldenen Drachen. Während du die Minen abklapperst. Auf geht's. Sollen wir noch was bauen? Schade um die Rohstoffe, aber wir müssen. Wir müssen. Gut. Dann haben wir auch die Produktion der Djinns gesichert. Ja, wir müssen. Schlacht beginnen. Vielleicht kriegen wir sie ja mit Zaubern kaputt. Vielleicht reagieren sie aber auch gar nicht auf Zauberer. Das ist eben der Vorteil eines goldenen Drachen. Okay. Zaubern. Feuerstrahl. Das ist... Jetzt hat er schon mal ein bisschen weniger. Das ist gut. Du gehst von hinten rauf. Du schießt so. Du gehst von darauf. Und du schießt auch so. So, nur noch der Golem und der kriegt ihn aber nicht vernichtet. Hier eventuell. Ach, nicht ganz. Arkaner Schild, er ist dran. Und er kann ziemlich viel auf einmal vernichten, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist nicht gut. Stufenanstieg. Ganz knapp, sehr schön. Und Magie dazu bekommen. Und da haben wir unseren ersten Obelisken. Hisham hat Schatz zeigen gelernt. Findet Aschas Träne. Findet den zweiten Obelisken. Ah, okay. Ich dachte, das würde jetzt schon was bringen, wenn ich das mache. Stand ja nur der erste. Dass wir den finden sollen. Gut, du gehst schon mal zu der da. Zur Erzmine. Kann die Mine nicht plündern. Geplündert. 4 Tage bis zur Wiederaufnahme der Produktion. Warum kann ich die denn nicht einfach erobern? Ach so, vielleicht konnte ich das. Und ich habe nur auf Plündern gedrückt. Das wäre natürlich dann logisch, dass es nicht geht. Okay. Primärwissen. Ja, was wollen wir steigern? Klarheit. Nachdem der Held einen Primärzauber im Kampf gewirkt hat, erhält er einen zweiten Zug in dieser Kampfrunde. In diesem zusätzlichen Zug gewirkte Zauber werden mit minus 20 Magie gewirkt. Aber das ist doch doof. Nee, das ist ja Blödsinn. Arkane Einstimmung, Abwehr und Initiative. Was hast du denn sonst noch? Luftmagie, Dunkelmagie, Wassermagie, Schicksalsmacht, Vorbild, Ökonom und Diplomatie. Ökonom wäre hier wahrscheinlich nicht schlecht. Vorbild. Der Held gewinnt 5% mehr Erfahrungspunkte, das brauche ich nicht. Aber Ökonomie.
Wir nehmen das einfach mal mit rein. So. Und was haben wir hier? Vorarbeiter, Statthalter. Die Produktion von Sägewerken und Erzgruben im Einflussbereich dieser Stadt steigt um 1. Architekt, Statthalter. Die Goldkosten von Bauwerken vermindern sich in dieser Stadt um -10%. Der Held verbessert die Tauschkurse für den Handel mit Rohstoffen. Hm. 10%. Na komm, machen wir einfach mal. Und dafür kriegen wir noch willkürlich Kristalle, Stadtplaner, Stadthalter. Ihr könnt in dieser Stadt 2 Bauwerke pro Tag errichten. Was? Das ist natürlich genial. Na holla, die Waldfee. So, dann mal rüber. Und du wartest jetzt 4 Tage, ja? Sehr schön. Unsere Ressourcen sehen gar nicht so schlecht aus. Nur Erz gefällt mir noch nicht ganz so. So, von hier aus könnten wir wieder neue Leute rekrutieren. Das würde funktionieren. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal die Leute an uns. Erstmal bauen wir noch weiter aus. Euch. Euch will ich unbedingt aufstufen. So, und wenn ich jetzt hier raufgehe, kriege ich auch die gebesserten. So, dann bauen wir noch weiter. Und zwar Magiergilde. Mehr Zauber? Ich meine, das ist das, was Zauberer ausmachen. Ah, die Zauber. Aber ich traue mich nicht. Wir brauchen eigentlich so viel anderes Zeugs. Unter anderem euch. Ich will übrigens mehr von euch haben. Okay. Gut. Okay. Die wird sich jetzt der Held hier holen. Einmal bitte zaubern. Einmal die sofortige Verstärkung. Und einmal bitte alles ranholen. Was, 40 Mana? Seid ihr nicht ganz dicht? 2. Ach so, pro Kreatur. Aber ich brauche euch eher als die Golems. Na komm. Okay. Kaum noch Mana. Dafür haben wir hier eine Drachenblutader. Schon ist es wieder voll. Und du bist ein Mönch. Der auf was genau aufpasst? Kloster der blinden Brüder. Lehrt einmal pro Held gegen eine Gebühr, eine verfügbare Fähigkeit. Brauche ich nicht. Wir gucken uns hier weiter um. Ich will nicht plündern. Ich will die erobern. Wir sind auch erst Stufe 15, also doll ist noch nicht mit uns. Akademie Basisdomizil, das holen wir uns auch noch. Ja, Schnellschlacht. So viel können die nicht. Aufstufen. Und dann möchte ich gerne alle mitnehmen. Dankeschön. Ah, das sieht schon besser aus. Bessere Golems sind immer gut. Stein der Erleuchtung. Für EP. So, aber jetzt kannst du das doch. Kann die Mine nicht plündern. 4 Tage bis zur Wiederaufnahme der Produktion. Schon wieder? Steht überall. Ich glaube, da ist irgendein Fehler drin. Okay, hier ist noch ein Basisdomizil, ein Meisterdomizil für Koloss. Aber das gehört alles uns, das ist alles unser Gebiet? Das ist erstaunlich. Und hier sind wieder 1 bis 4 Drachen. Bei einem Obelisken. Das heißt, wir könnten die Träne von Aschern sehr schnell und sehr gut holen. Doch erstmal bauen wir wieder weiter aus.
Die Ressourcen kommen schon irgendwie. Ja. Ja, komm. Ich meine, beim Holz sind wir gut. Gold kriegen wir auch schnell zusammen. Aber wie viele Aufgaben sollen wir erfüllen für das Zeitlimit? Noch 12 Wochen. 4 von 12 Wochen sind verstrichen. Wir müssen ja nur den Preis des Wassers fertig machen. Erfüllt die Aufgabe der Preis des Wassers. Gibt dann 5 Titan, 15 Führungskraft. Hier kriegen wir aber noch 2 Magie und 2 Geist, die wir vielleicht auch so holen könnten, wenn wir ein bisschen mehr kämpfen. Also ist nicht unbedingt, lukrativ eigentlich, diese Obelisken zu suchen, aber die Träne von Aschern zu haben, ist schon geil. Deswegen stürzen wir uns jetzt auf die 3 goldenen Drachen. Schlacht beginnen. Let's begin the fight. Hoffentlich hat er keine gute Moral und darf nicht 2-mal. Sehr schön. Oh, guckt mal, die Mana-Kosten sind runtergegangen. Wir hatten vorher 5 Mana für einen Feuerstrahl. Haben wir denn irgendwas dazu gekriegt? Nö. Kommt das durch den Ökonom? Ich glaube ja nicht. Oh, er schlägt mit der Pfote zu. Schön um ihn rum verteilen, dass er auch ja keine Schüsse durch 20 Leute auf einmal tätigen kann. Und das war's. Nur ein Djinn gestorben? 3. Na gut. So, und damit haben wir den 2. Obelisken. Ist gar nicht so weit weg, glaube ich. Hier ist irgendwo eine Brücke. Müssen wir nachher mal gucken, wenn es fertig ist. Okay. Vermehrung von Orang-Utans steigt. Das ist aber schön. Was ist das? Quell der Erneuerung. Erneuert 4 Bewegungen des Besuchers. 10 Führungskraft für die nächsten 3 Schlachten. Ist nicht ganz so wichtig. Ich würde doch lieber noch ein paar Minen haben wollen. Oder Obelisken. Ihr seid Todesreiter. Und vielleicht gar nicht so schwer. Hier ist noch eine Goldmine und da ist ein Urbehemoth. Mal sehen, was der beschützt. Bei dir kriegen wir ein Artefakt, nämlich den... Oh, Saissus Robe. Warte, was steht da? Minus weniger Mana-Kosten für alle Zauber. Oh, her damit! Schlacht beginnen. Das machen wir so. Das ist doch ein Artefakt, das es sich zu holen gilt. Und zu holen lohnt. Feuerstrahl. Ihr seid böse Reiter. Du wartest nur. Okay. Dann gehst du schon mal auf den da. Du gehst auf den. Dann auf den. Du gehst drauf und das war's. Unsere Golems sind gut. Die kriegen sogar einen Todesreiter kaputt. Wir steigen vom Level her immer höher. So soll es ja eigentlich sein. Hm, 1500 Erfahrungspunkte, Stufenanstieg, Abwehr dazu bekommen. Sehr schön. Und du bewachst schon wieder so ein Basisdomizil. Eine Bastionfestung. Warum soll ich mir von den Orks Hilfe holen? Also wenn ich diese Kampagne verkacke, weil ich die Hilfe der Orks nicht angenommen habe, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Neutrale Armee. Ganz viele Minotauren. Du bist, glaube ich, ein Lich, ne? Ja, ganz viele Todesliche. Ich brauche nicht unbedingt Gold. Es geht vielmehr um normale Ressourcen. Angriff. Kommt ran hier. Sonst mache ich euch aus der Ferne fertig. Abwarten und Tee trinken. Ja, und der letzte. Sehr schön. Du gehst schon mal auf den da. Das war ein schöner Schuss.
Stimmt, erst schlagen die zu und dann wir. Ah, ist natürlich nicht ganz so schön. Aber gut, passiert. So, die sind auf jeden Fall weg. Gut, dann machen wir noch einmal den Feuerstrahl auf ihn. Und das war's schon. Ach, schön. Sehr, sehr gut. Kristallkaverne. Ah, wir müssen plündern. Ach, du liebes bisschen. You plundered a Kristallkaverne of neutral. Ja, ich hatte ja keine andere Wahl. Ich durfte ja nur plündern. Jetzt müssen wir bloß irgendwie die Ressourcen eintauschen, sodass wir an Erz kommen. Wird nicht leicht. Haben wir das schon besucht? Nicht besucht. Okay, machen wir euch mal fertig. Ach, Schnellschlacht. Einmal Magie dazu. Sehr gut, sehr gut. 1000 Erfahrungspunkte. Was bist du? Schrein des siebten Drachen. Permanenter Bonus. Brauche ich nicht. 1000 Gold. Und noch eine gefährliche Höhle, um einen Ring zu bekommen. Ach nee, nicht wirklich. So, darfst du jetzt bald mal wieder plündern? Die 4 Tage sind schon längst um. Leute. Was bringt mir das? Ja, von denen haben wir mittlerweile genug. Okay. Neue Kreaturen. Gar nicht mal wenig. Und wir können sogar von dort auch noch Leute rekrutieren. Ist das neu? Waren hier immer alle aufgelistet und dann konnte man die anklicken? Warum muss man jetzt scrollen? Es hat sich was verändert, man merkt es. Gut, ihr seid schon die Aufgerüsteten. Das heißt, euch kann ich gar nicht in meine Truppe aufnehmen, wenn ich da den Zauber spreche. Gut. Was brauchen wir sonst noch? Brauchen wir die Drachenblutkristalle eigentlich nicht? Können noch ein neues Talent für dich wählen. Das wäre der Alchemist. Und jetzt gucken wir uns mal unseren Stand an. Uns fehlt nur Erz, Drachenstahl fehlt noch und Sternsilber. Du bist Drachenstahl, ne? Ja. Gut, Sternsilber kommt wieder. Nur Drachenstahl müssen wir noch irgendwie zusammenkriegen.